So, meine Freunde, wie man Star Armstadt für euch, begrüße euch zu einem neuen DPL Buy-In Video. Diese Woche gibt es etwas mehr zu kaufen, trotzdem auch nicht so viel, dass ich wirklich gelohnt hätte, Troix einzuladen. Und wir fangen an mit den Zoxxen-Zimmungsmanports. Hier gibt es nichts Neues. Und Ben hat es letztens eigentlich ganz gut geschrieben. Wir sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo viele sagen: Okay, mein Team ist ganz gut. Ich lasse es jetzt so und hole mir jetzt nicht unbedingt auf Press irgendwas Neues. Ja, die pinke Front kauft sich ein Kabutops und schmeißt dafür Fiaro raus. Ziemlich krasse Wahl, weil Fiaro, Oyo, Kabutops, naja, nicht jetzt wirklich das beste Pokémon, aber warum nicht, warum nicht? Ist seine Entscheidung und wenn es geklappt hat mit dem Pokémon, warum halt nicht? Der liebe Silva schmeißt sein Hariyama raus und kauft sich dafür Panferno. Auf alle Fälle sehr viel mehr Potenzial als Hariyama, finde ich. Und Feuer-Pokémon hat er sowieso nicht im Team gehabt, von daher passt das auch ganz gut. Und schnelleres Kampf-Pokémon mit voller Moves, sehr großer Move-Pool und sehr variabel spielbar. Ist auf alle Fälle eine ganz gute Wahl, finde ich. Forest Grunt kauft sich nichts und bekommt aufgrund einer Turnierstrafe alle Kaufpunkte abgezogen. Das ist einfach daran, dass derzeit sehr, sehr unregelmäßig DPL-Kämpfe kamen. Man konnte sich nicht so richtig auf den lieben Yannick verlassen. Und da mussten wir leider erstmal handeln. Als nächstes die Flying Destruction. Troix kauft diese Woche auch nichts Neues. Bene kauft sich auch erstmal nichts Neues. Er könnte vielleicht noch seinen Gligar, seinen Skogler austauschen gegen irgendwas anderes. Aber ansonsten gibt es da auch nichts Neues im Team. Ja, die Shiny Penguins kaufen sich auch erstmal nichts Neues. Wir haben doch alles beim Alten. Machen wir Retro-Soldaten, kaufen sich auch nichts Neues dazu. Aber die Indigo Illusions kaufen sich ein Polygon-Set und schmeißen dafür Kikli raus. Auf alle Fälle auch eine ganz gute Wahl. Polygon-Set kann ordentlich was reißen, weil das Vieh extrem stark sein kann mit bestimmten Abilities und Ability- und Attackenkombination. Also hier auf alle Fälle eine ganz gute Wahl getroffen. Und bereichert das Team, ich finde, auch um einiges. Also das Team wäre jetzt in meinen Augen so ziemlich fertig. Also hier würde ich jetzt auch nichts mehr groß dran ändern, eventuell noch vor bestimmten Kämpfen vielleicht ein Pokémon austauschen, wo ich jetzt wirklich sage, okay, das könnte ich jetzt gebrauchen, aber ansonsten würde ich sagen, das Team ist so wie es ist, ganz gut. Ja, Rampage Charmander kauft diese Woche auch nichts Neues dazu und ich kaufe mir diese Woche statt meinem Yanmega ein Roserade. Und ja, das war's erstmal von den Buy-Ins. Mehr gibt es diese Woche nicht, nichts. Ich werde mir vom Kampf gegen Ninfa wahrscheinlich noch irgendwas kaufen, ich muss noch gucken, ob es sich jetzt lohnt oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche bei den Buy-In-Videos wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.